Hallo und herzlich willkommen zum Literaturshorty bei Boysen und Mauke. Ich habe heute ein Buch dabei, das Sie wahrscheinlich schon im Feuilleton entdeckt haben. Ich möchte es trotzdem unbedingt nochmal empfehlen, weil es mir so sehr gut gefallen hat. Und zwar von Alexander Gorkow, Die Kinder hören Pink Floyd. Als das Buch das erste Mal bei uns lag, habe ich gedacht, die Kinder hören Pink Floyd, das kann doch gar nicht sein, bis mir klar war, wir sind die Kinder, die Pink Floyd hören. Der Autor ist Jahrgang 1966, hat eine große Schwester, die 1960 geboren wurde und ein kontergangeschädigtes Herz hat, was dazu führt, dass sie ganz oft im Krankenhaus liegen muss. Nach Ansicht der Ärzte eigentlich schon lange hätte tot sein müssen, aber sie lebt gegen jede Prognose, die jemals gestellt wurde. Das ganze Buch erzählt so ungefähr die Jahre oder die Jahre in den 70ern, so Mitte der 70er. Der Ich-Erzähler ist ungefähr 10 Jahre alt, himmelt seine große Schwester an und er erzählt wirklich mit Bravour eine Kindheit in Büderich-Meerbusch. Büderich ist ein Stadtteil von Meerbusch, eine kleine Stadt in der Nähe von Düsseldorf. Und so wie man sich dann das Kleinstadtleben vorstellt, so ist es da auch. Es gibt großartige und aberwitzige Szenen in diesem Buch. Schulszenen, wie wir sie wahrscheinlich alle kennen. Es gibt die kleine Schlägertruppe. Der Vater des einen ist der Fahrradhändler im Dorf, der überhaupt keine Skrupel hat, ein Fahrrad, das man ihm bringt, noch ein bisschen kaputter zu machen, damit die Reparaturrechnung noch ein bisschen höher wird. Sein Sohn verprügelt gemeinsam mit seinem Freund. Den Ich-Erzähler, er verprügelt auch mit Leidenschaft das Kind mit Down-Syndrom, das damals noch ganz unverfroren ein Mongo genannt wurde, aber ohne jede Boshaftigkeit, sondern wirklich einfach, es war völlig normal, das sozusagen. Hubi ist das Kind mit Down-Syndrom, der immer verzweifelt versucht, sich gegen die Angriffe zu wehren. Und ich habe mir hier so einen kleinen Zettel reingelegt, weil Hubi wirklich auch schon damals so Ausdrücke benutzt, die überhaupt nicht kindgerecht waren. Wenn die beiden Jungs wieder auf ihn losgehen, dann sagt er mal, bitte findet ein Ende. Oder er ruft, vermaledeit. Oder irgendwann sagt er mal zu der Lehrerin, somit bin ich also auf mich allein gestellt. Und das führt natürlich nicht dazu, dass Hubis Integration besser gelingt. Aber Hubi ist eigentlich gar nicht die Hauptfigur, er gehört nur dazu. Pink Floyd spielt tatsächlich eine riesengroße Rolle in diesem Buch. Die Schwester ist ein riesiger Pink Floyd-Fan, hält die ganze Gruppe für Sozialisten, die gegen das Establishment singen und durch die Welt touren. Da ist sie auch unbeirrbar, egal was ihr Vater sagt. Und jede neue Pink Floyd-Platte wird gekauft aus der Nachbarstadt, die wird auch vorher bestellt. Und der auch wirklich existierende Händler, der kommt auch ganz oft vor, der wird ganz oft erwähnt, weil ja jede Platte Einzug hält und auf dem wunderbaren, gut verschlossenen Torrens-Plattenspieler des Vaters Premiere im Hause Gorkow feiert. Wirklich großartig ist 1975 das Erscheinen von Wish You Were Here und die ganze Familie sitzt andachtsvoll vor diesem Plattenspieler und hört diese LP. Und der Vater, bei dem man ja vermuten würde, dass er eher irgendwie die Schlagerparade hört, ist ein riesengroßer Jazz-Fan, streitet immer mit seiner Tochter, dass Pink Floyd aus dem Jazz kommen und sie sagt, nein, das tun sie nicht. Aber er hört es mit den Kindern und das ist wirklich ganz, ganz schön. Das ist andachtsvoll und das ist ein Highlight für mich in diesem Buch, wie diese Platte das erste Mal gehört wird. Jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, denn der Ich-Erzähler erzählt natürlich noch viel, viel mehr. Aber vielleicht sollten Sie das auch einfach selber lesen und dann können wir ja vielleicht bei Gelegenheit mal gemeinsam darüber reden. Genau, irgendwann, das ist auch vielen bekannt, werden Pink Floyd sich antisemitisch äußern und eigentlich will er mit Pink Floyd nichts mehr zu tun haben. Aber als Erwachsener arbeitet Alexander Gorkow für die Süddeutsche und wird die ganze Gruppe viele Male interviewen und ein bisschen seinen Frieden damit machen. Lesen Sie dieses Buch, lesen Sie die vielen, vielen aberwitzigen Szenen. Heino ist ein Monster im Keller und The Sweet und T-Rex leben im Garten. Jetzt habe ich meinen Faden wieder. Genauso großartig sind die Giftsprühaktionen des Vaters im Garten, der also ganz regelmäßig mit einem Pflanzengiftkanister auf dem Rücken durch den Garten geht und
gnadenlos alles besprüht, was da wächst und gedeihen soll. Aber sie haben die größten Quitten, die auch noch eine wunderbare Rolle in diesem Buch spielen werden. Und er guckt mit Leidenschaft und Hingabe die Nachrichten, die zu der Zeit Gerhard Klaner verkündet hat. Und das ist ein sehr andachtsvoller Moment in der Familie Gorkow. Alle müssen den Mund halten, wenn er die Nachrichten hört. Ich halte jetzt auch den Mund und wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit diesem Buch. Tschüss.